Good morning in the morning. Wir sind zurück bei einer erneuten Folge von Township. Und ich muss hier erstmal den Ton anmachen, damit wir überhaupt wieder was hören. Denn abends mache ich den Ton immer aus. So, ich habe ja schon auf Aufnahme gedrückt. So, da ist der Ton. Und ich weiß gar nicht, ist da gerade ein Event am Laufen? Da müssen wir hier drauf gehen. Ah, okay. Oh nein, und ich war gestern auf dem ersten Platz. Jetzt bin ich auf dem letzten Platz. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ja gut, für den ersten Platz wird man jetzt hier 50 T-Cash bekommen. Das finde ich nie so schade, weil die kann ich mir auch kaufen, wenn ich die haben will. Und 15 Barren. Das ist dann schon ärgerlich. Die wären ganz cool. Aber mehr ärgern würde mich zum Beispiel jetzt ein Bild oder zum Beispiel ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Ich muss mal eben gucken. So. Hier, so ein Emoji. Das zum Beispiel. So, Anfrage starten wir und ihr seht schon, was ist denn das? Ja, Tatsache, ich habe hier Anfrage. Ich kann tatsächlich anfragen. Nehmen wir mal einen Screenshot. Ne? Muss mal gucken, ob ich das auf dem Thumbnail packe oder so. Ich kann hier anfragen. Und ich frage jetzt mal Hammer an. Du kannst Baumaterialien anfordern in 90... Ah, okay. Scheint also nur einmal am Tag zu gehen. Ja gut, dann fragen wir halt. Ja, ist auch ganz gut, denke ich. Weil sonst würde man das ja auch vielleicht zu viel benutzen. Ne? Ich habe nämlich gestern Abend einmal angefragt zur Probe. Und jetzt fragt ihr euch, warum kannst du nur da Materialien anfordern? Ja, das ist durch den Pass hier. Da gucken wir mal rein. Oh, 15 Eier, 5 Hubschrauber. Das machen wir gleich. Ja, das war hier oben eine Belohnung. Dadurch ging das. Und ihr seht richtig, da gibt's die Halloween-Deko. Die kriegt sogar jeder, sogar ohne Goldpass. Also jeder kann das bekommen, der einfach nur regelmäßig spielt. Und überlegt mal, ihr bekommt das kostenlos. Puh, Explosion im Kopf. Ey, ohne Witz. So eine tolle Deko. Das ist riesengroß, die ihr für immer habt. Und einfach super. Ich vergleiche das immer mit Heyday. Boah, was das bei Heyday kosten würde. Unfassbar, unfassbar. Bahnhof. Ihr könnt jetzt einfach hier umschalten, verwenden. Bumm. Habt ihr für immer. Einfach kostenlos für immer. Ja, was soll ich sagen? Guckt mal, wie süß mit diesem kleinen Geist und richtig toll. Also, ernsthaft. Für immer habt ihr das. Ich muss jetzt auch hier einen Screenshot von machen. Aber der Geist, der muss sich umdrehen. Guck mal, Geist. Guck doch mal. Guck mal zu uns. Ja. Sehr schön. Sehr cool. So. Oh, mein Magen knurrt. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wie peinlich. So. Oh, ich habe es noch nicht bekommen. Ist wahrscheinlich keiner online hier. Ist hier heute keiner online? Baskerville. Will beitreten. Mhm. Ja, stimmt, wir haben auch ein paar Plätze frei. Entscheiden, wer reinkommt, tun meine Ältesten oder meine Vize und so, ne? Wir gucken mal kurz rein. Also hier, die Elke entscheidet das, die J-Maus entscheidet das, die... Ja, Sarah weiß ich gar nicht, nee. Ich glaube, die J-Maus und die Elke, weil die ganz genau wissen, okay, wer war schon drin und so, ne? Ihr könnt auf jeden Fall beitreten. Kamikaze Ente YouTube heißt der Kanal. Co-op Tag, ne, steht da. Hashtag KMKPX3. Wir haben eine benötigte Stufe von 45. Wir haben kleinere drin. Das ist eine Ausnahme, die waren schon drin. Wer dann natürlich rausgeht, ja, das ist natürlich dann doof. So, wir gucken mal. Mein Häuschen ist fertig. Oh mein Gott. Endlich. Oh. Ist aber immer noch nicht voll da oben.
Süß. Auch alles mit Deko. Ey, die haben wirklich. Ey. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist alles dekoriert in Halloween-Style. Oh, danke schön, Göttingen. Es ist alles dekoriert in Halloween-Style. Die Leute geben sich hier so unfassbar viel Mühe. Das wäre bei Heyday das größte Update der Welt, wenn die sowas machen müssten. Da würden die gar nicht drauf klarkommen. Guck mal, alles ist in Halloween. Egal, was man hier guckt, überall siehst du Kürbisse und Geister und. Da wär Heyday so überfordert, würden die gar nicht auf die Reihe kriegen. Da wären die. Demolition. Geht gar nicht, nee. Würden die gar nicht schaffen. Also, was die hier auf die Beine stellen, ja, unmöglich für Heyday. Würden niemals im Leben schaffen. Bei denen ist schon, wenn nur der Untergrund zu Weihnachten ein bisschen weiß ist, das ist schon Bäm, riesen Weihnachtsupdate, Deko. Das ist quasi denen ihre. Aber hier das ist richtig Next Level einfach. So, jetzt wollen wir mal gucken. Sahne fehlt. Okay, ich habe null Sahne einfach. Ich habe einfach null Sahne. So, wir schicken den nicht weg, okay, alles klar. Ich habe gedacht, den kann ich wenigstens wegschicken, dass ich die Tagesaufgabe machen kann. Nee. Na gut, aber wenigstens die Eier einsammeln. Guck mal hier, ey, wie süß die aussehen. Das ist unglaublich, ne? Wie cool die das einfach alles machen. Nein, die Scheune ist voll. Was habe ich in der Scheune, was so viel Platz wegnimmt? Ja, Mist. Ich muss hier wirklich ein paar Sachen. So. Waren das jetzt nicht 15? Jawohl, waren 15. Aber hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Zucker muss ich noch anbauen. Gut, die nächste ist jetzt auch nicht so der Mega-Belohnung. Aber danach kommen wieder zwei richtig schöne Belohnungen. Die muss ich auf jeden Fall erreichen. Guck mal, mir wurde geholfen. Sehr gut. Oh, wieder von Wölfsburg. Wölfsdorf oder Wölfsdorf. Die ist ja wirklich eh immer krass unterwegs. So, ich habe 9 von 11 Zügen. So, ich mache das jetzt für euch. Damit wir das hier im Video schaffen. Nochmal zwei Züge. Und jetzt muss ich natürlich wieder was verkaufen oder so. Weil ich habe natürlich wieder keinen Platz. Oh, Leute. Moment. Nö, da kann ich noch nicht mal was machen. Ja, eins, zwei, drei. Habe ich da ein bisschen Platz? Zucker. Eins, zwei, drei, vier. Da habe ich ein bisschen Platz. So. Und mal gucken. Kann man einsammeln, ne? Ja. Sehr schön. Also, ich habe das Gefühl, ich kriege richtig wenig Materialien immer für die Scheune. Scheune aufleveln, ultra schwer, finde ich. Also. Oh nein, mir fehlen die Lollilis. Die Lollilis. Gucken wir mal. Ich bin heute albern, ne? Ja, so kennt ihr mich wahrscheinlich gar nicht. Warum ist die Ente heute so albern? Ja, ich weiß nicht. Oh. So. Man bekommt gar kein Geld bei den Zügen, ne? Das ist auch ein bisschen. Ja, ein bisschen schade, muss ich sagen. Ein bisschen schade. Wir sind auf dem 7. Platz. Ist aber nicht schlimm, ne? Also, es gibt schlimmere Sachen. Wir haben eine ganze Zeit lang ganz gut gespielt. Gut, diesmal nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt eine Aufgabe versemmelt. Habe auch noch ein paar Aufgaben vor mir. Guck mal hier, ich mache jetzt, damit ich nochmal eine Aufgabe habe, so, ne? Damit keiner meckern kann. Oh. Ja, hier haben wir natürlich ein paar Leute, die sind. Auch, aber doch nicht meine Mandy. Mandy. Und Eva. Ja, also wir müssen da echt noch Leute vielleicht raussortieren. Also ich meine, die wurden noch abgemeldet oder so. Also gar nichts machen ist natürlich richtig. Ein bisschen wack. Ein bisschen wack.
Oh, ich habe doch ein Feld dazu bekommen. Cool. So, erstmal danke an Ernie. Ernie, Ehrenmann, Ehrenmann, der gibt mir einfach immer. Danke an Hai, auch immer dabei. Hai, immer dabei. Und danke Elke. Elke auch immer dabei. Janice City auch immer dabei, ne? Und Williamsburg auch immer dabei. Also ich habe da so echt so ein paar Leute, die standardmäßig mir immer was schenken. Das ist krass, aber ich würde denen gerne auch immer... Finde ich die jetzt? Janice City war das auf jeden Fall, ne? Elke war das auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Wo sind die anderen? Hier, Williamsburg war es auf jeden Fall. War das die Eva? Aber die schenkt auch oft. Hai war es natürlich. Und schon ist sie da vorbei. Ja, schon kann ich keinem mehr schenken. Also ein bisschen gemein, ne? Ja, ist echt ein bisschen gemein. Vor allem für die Leute, die weit hinten in der Liste sind. Für die ist es natürlich richtig doof. Hä? Ich glaube, hier wurde schon geholfen. Oder? Ja, ja, wurde gerade geholfen. Gerade wo ich komme. Und wurde schon geholfen. So, ich hole mir jetzt natürlich wieder. Ich habe schon ein paar gesammelt. Und mein Geld wird immer knapper deswegen. Oh Mann, ey. Mein Geld wird immer knapper. Ja. Aber. Ja, muss ich sammeln, muss ich sammeln. Hä, ist das jetzt so ein bisschen verschwommen hier? Ja, ne? Also ich benutze jetzt einfach nur, es geht jetzt wirklich nur darum, für mich die Dinger hier zu benutzen. Nicht irgendwie um Erze zu finden oder so, ne? Ich muss ja 18 Mal das benutzen. Deswegen, ich spreng jetzt einfach wirklich ohne Sinn und Verstand hier alles in die Luft. Egal, ob es Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ob ich an den Ärzten vorbeilaufe teilweise. Ist egal. Das ist wirklich nur, um die Aufgabe jetzt zu schaffen. Ja, ich meine, ihr seht's ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen verschwommen, ne? Also die Mine. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen unscharf. Oder habe ich was an den Augen? Hä, warum ist denn das so unscharf? Also wenn ihr das später in der Aufnahme... Guck mal, das ist richtig gestochen scharf. Ne? Aber die Mine? Also wenn ihr das später in der Aufnahme seht, das liegt nicht am Aufnehmen selber, sondern irgendwie am Spiel. Naja, aber es gibt ja einige Probleme wohl. Ja, aber dass das hier so... Das ist ja schon sehr... Oh, ich hab's schon geschafft. So. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, eine Axt ist nicht so toll. Hm. Gucken mal, haben wir eigentlich eine Säge bekommen? Weil ich war eigentlich kurz... Ja! Erweitern. Sehr gut. Hier wurde auch geholfen fleißig. Und eigentlich auch 2 Stunden 42. Ja, muss ich nachher dran denken. Muss ich auf jeden Fall. Ja, habe ich wahrscheinlich hier nicht. Die Hummerschwänze und bestimmt keine 6 Stück. Ja, das muss ich doch auch noch machen. Das gibt halt immer gut Geld, ne? Also das muss ich auf jeden Fall machen. Ja, muss ich nachher, wenn ich den wieder schicken kann. Den hier, ne? In einer Stunde. Muss ich auf jeden Fall dran denken. Alexa, Timer auf 1 Stunde. 1 Stunde. Ab jetzt. So. Ja, muss ich auf jeden Fall machen. Weil, das ist gut. Oh, hier wieder. Eva Paradise City, danke. Na, die Eva nochmal schnell hinterher. Boah, was wollte ich gerade machen? Ja. Ach so, genau. Ich habe die Aufgabe geschafft. Guck mal, vielleicht schaffen wir noch den 6. Platz. Ja, man weiß es nicht. Aber diesmal auf jeden Fall sind wir ein bisschen schlechter. Was für eine Aufgabe könnte ich denn machen? 80 mal Milch. Soll ich mal so eine Aufgabe machen? Boah, da bin ich aber lange dran, ne? 80... 7 Stunden hat man dafür. Uff.
Uff. Hä, wie lange dauert das denn? Ich mach die jetzt einfach. Ich probiere es einfach mal. Ist ja, ach, wenn ich es nicht schaffe. Davon geht die Welt nicht unter, Leute. Davon geht die Welt nicht unter, wenn man es nicht schafft. Ich sag mal, solange man immer noch so ein bisschen was macht, ne? So, wie lange dauert es jetzt, wenn ich... So, zwei. Oh nein, ich hab kein Kuhfutter. So, wie lange dauert das? 17 Minuten. Ja, das ist doch easy dann. Ja, gut, muss man ein bisschen mal auch spielen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, kann ich überhaupt Kuhfutter machen? Das ist nämlich jetzt... Nee, kann ich nicht. Auch Weizen. Und das andere hier. Weizen, Mais. So, dann machen wir Weizen. Und ich brauche natürlich Platz. Ich würde sagen, da machen wir erstmal hier drei davon. Ich glaube, davon habe ich auch viel zu viel, weil das mache ich immer. Oh, ich muss Sachen verkaufen. Hier, ich verkaufe jetzt wirklich hier diese Ziegel und dies und das. Ne? Ich brauche die überhaupt nicht. Ich brauche die überhaupt nicht. Ich habe viel zu viel. Davon auch. Davon auch. So. Eis habe ich auch zu viel. Ja, also... Ich brauche eigentlich nur hier. Diese Sachen. Die brauche ich, ne? Ja. Die anderen Sachen sind gar nicht so wichtig. So. Eva Paradise City. Wir gucken mal rein. Was braucht die denn? Übrigens, wenn ihr gleich weg seid, seid ihr weg. So, die Sachen haben wir. Dann ist nämlich die Aufnahme wieder beendet worden. Weil wir sind jetzt schon wieder bei 16 Minuten. Könnte also passieren, dass ihr einfach abgewürgt werdet. Deswegen verabschiede ich mich schon mal. Wir sind schon bei 17 Minuten. So, deswegen, ich sage einfach mal tschö. Ich spiele jetzt einfach noch bis die Aufnahme beendet. Davon haben wir 6. Ja, ich mache nochmal ein bisschen von dem... Kupfererz, ne? Kupfer. Hier von... Ja, Milch. Gut, das dauert ein bisschen. Also Milch und Kuhfutter muss ich machen. Ansonsten, ich habe echt alles heute schon gut geschafft eigentlich. Brot. Nee, habe ich. Ach ja. Fehlt ja Weizen. Boah, ist manchmal echt schwer, Sachen zu finden, die man noch machen muss oder so, ne? Ja. Oder wo man überhaupt was machen kann. Weil man irgendwie überall was. Ein paar Schuhe kann ich mal. Ein paar Schuhe. Ja, eins davon. Oh. Ah, hier. Aber davon habe ich auch schon jede Menge gemacht, ne? Ja, irgendwie mache ich oft dasselbe. Und das ist dann auch ein bisschen ärgerlich, wenn man dasselbe nur macht. Wenn man da ganz viele schon von hat und kann die eigentlich gar nicht mehr gebrauchen. So. Hier kann ich 3 einsammeln und 3 hinlegen. Boah, sind die schön! Guckt euch das mal an! Richtig viel Mühe geben die sich. Guckt euch mal an, wie toll das aussieht. Richtig. Also generell alle Ställe, ne? Die Hühner, die Schweine. Es sieht alles so toll aus. Die Kühe. Die Schafe sind einfach Engel, okay. Die Enten. Guckt euch mal die Enten an. Guck mal hier, Dracula-Ente. Die Dracula-Ente, wie cool. Und die Otter? Kleine Teufelchen. Ja, also sehr, sehr cool. Also ich kann es immer nur sagen, die geben sich so krass Mühe hier, ne? Ist wirklich echt toll. So. Echt toll. Danke auf jeden Fall, Township. Danke, dass ihr euch so Mühe gebt. Komm, ich erweitere jetzt hier. Molkerei, Zeit, geht nicht, XP, Geld, so,
damit wir da auch irgendwann mal ein bisschen weiterkommen. So, ihr müsstet jetzt echt eigentlich weg sein. 20 Minuten. Okay, diesmal scheint es irgendwie länger zu gehen. Aber dann beende ich das Ganze. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Tschüss.